Boah. Die kann er so schnell abwehren. Ist das was von Goku? So. Bam. Son Goku mit Sonnenbrille. Erledigt. Bam, bam, bam. Boah. Das waren miteinander so schnell. Lohnt sich leider nicht, weil jetzt müsste die Tür aufgehen. Ja. Betreten wir die Tür. Gut, jetzt sind wir an einer Stelle angelangt, wo gleich meine Wiimote klingeln sollte. Allerdings habe ich den Ton bei dem Ding ausgemacht, damit es weniger Strom verbraucht. Man hört es aber vibrieren. Okay, ich habe es direkt ans Mikrofon gehalten. Und wir rufen uns an. Gleich beginnt ein Rangkampf. Gewinne und du bist Nummer 10. Verliere und die Hölle wartet. Das ist Sylvia. Bist du bereit? Brauchst du eine Klopause? Was immer du noch tun musst, tu es jetzt. Dein Gegner, manche nennen es das heilige Schwert. Er ist gut, aber du kannst ihn einsacken. Du bist der Mann, Tigerauge! Er sieht nur hart aus, weil seine Mutter eine hässliche Schlampe war. Auf in die rote Zone! Der Weg des Attentäters, volle Kraft voraus! Lass deiner Macht freien Lauf, zeige keine Gnade. Bring mir Death Metals Kopf! Geh hinein, wenn du bereit bist zu kämpfen. Glaub an dich und an deine Macht. Auf in die Richtung, in den Garten des Wahnsinns. Ja, ich muss das wohl in den Optionen einstellen, dass man die Anrufe da hört. Einen Moment. Karte, Rangfolge, nehme Config. Musik, Soundeffekte, Untertitel ein, Lautsprecher ein. Nein. Da war es nicht. War das denn? Auf dem anderen Spielstand konnte man das hören. Bist du wahnsinnig. Ausgang, keine Herr, ne? Nehmende Rangfolge, Karte. Versuch doch mal. Okay. Was haben wir hier? Eine Wrestling-Maske mit Papier drin. Ein Brief. Travis, erinnerst du dich? Die goldenen Tage in Calgary. Der Weg des Pro-Wrestlings, den du schon lange vergessen hast. Wenn auch nur ein Fragment des Geistes eines Wrestlers in deinem Blut übrig ist, erinnere dich an den ersten Suplex, den dein Meister dir beigebracht hat. Ja, das stimmt. Die Dunkelheit durchstoßene Neck... Chancery Drop. Travis erinnert sich an einen längst vergessenen Suplex. Ja, das gehört zu dem Pro Wrestling, das Travis irgendwie drauf hat dazu. Ich hau jetzt mit A drauf. Ohne Schwert. Weil das ja eine Angriffs- und feinfreie Zone ist. Es lohnt sich außerdem jedes Mal abzuspeichern. Denn das ist absoluter Hit. Man speichert auf Toiletten ab. Man setzt Travis aufs Klo und man speichert ab. So. Ist ja doof, da muss ich Lautsprecher von dem Scheißding anmachen. Gut, und jetzt zu Death Metal. Ist übrigens eine scheiß Musikrichtung. Selbst für einen Mettler wie mich. Ich finde die Musikrichtung nicht so der Hammer. Quite beautiful, wouldn't you say? Paid for with the lives of many. When you have the strength to take life for yourself. That is true wealth. I am free of desire. So long as I have this scenery to look upon, I need nothing more. Please leave me be. You're the one leaving, in a body bag. I'll only say this once more. Leave here now! Huh. Me leave? You obviously don't know me. You don't get it, do you? Hey,
You know what paradise is, right? Paradise. This is paradise. The place where dreams are fulfilled. Well, you've had your dream, old man. Time to wake up. This is no paradise. All right, then what is it? A place to die. Huh. I'm glad you and I are on the same page here. So naive. You have no idea, do you? What a pity. You make an old man cry. Arrogant, crude little shits like you come around from time to time. Listen well, young one. The wall is high, higher than you will ever know. Ultimate sacrifice is sublime. Now draw! You can take that to your grave! Gut, das ist Death Metal. Gut, das ist Shadow Dodging! Naja, aber es funktioniert der Boss nicht so gut. Wir können Bosse generell eigentlich nur hauen, wenn sie einen Angriff gemacht haben, weil dann, dann ihre Deckung offen lassen. Und ich weiß nicht, was Travis da brabbelt, aber... Naja, was soll's. Ja, Leute hinterher an die Haustür. Ach, mein Gott, jeder Tag. Voller Reiz und Luxus. Das wäre ein Ding. Alles am richtigen Platz. Das perfekte Leben. Das Leben eines Gewinners. Du hast nach Selbstlosigkeit. Heuchler, die nach eigenem Verlangen streben, werden von Neulingen wie mir umgebracht. So ist, so wird das gespielt. Wow. Okay, an einer gewissen Stelle muss ich aufpassen bei dem. Weil dann teilt er sich in zwei oder drei Leute. Ja. Wow. Wow. Nehmen das und das und das und das und das und das. Und das. Puh. Nein. So. Ja, er blockt zu viel. Mein Gott, ne. Oh, bam. Ich darf ihn greifen. Natürlich machen Grabs ein bisschen mehr Schaden als normale Schläge, ist aber klar. Oh, jetzt hat er sich in drei geteilt. Das wird arschig. Das Kunststück daraus ist, den echten zu finden. Guck, die verlieren viel, viel schneller HP. Juppa, und zack. Na und... Halt sie davon raus! Oh oh, das Ding ist bald leer. Jetzt kommen wir zu Travis Nachladefähigkeit mittels runterholen. Okay, nein, das war nicht der echte. Ich glaube trotzdem, es lohnt sich irgendwie alle zu kloppen. Oh, jetzt ist glaube ich der echte, der hat am wenigsten HP. Warum habe ich ihn jetzt nicht... Oh, das war eine Illusion. Ah. Ah. Also Bosse können ziemlich gut gegenhalten. Das ist das Doofe an ihnen. Also warum hat er das jetzt nicht gemacht? Gut, das war nur eine Illusion, jetzt haben wir wieder den. Oh. Ah. Logischerweise, wenn unsere Batterie leer ist, haben wir keinen Laser mehr im Schwert, dann ist das Ding aus. Ich konnte wegen dem Frame Drop gar nicht sehen, was los war. Ich konnte so gerade noch sehen, dass ich stehe und dann bin ich schon wieder gelaufen. Ha!
Oh, komm schon, lass dich treffen. Okay, ich hole mir einen runter dafür. Ich habe nicht mal abgespritzt, du Arschloch. Unterbrich mich gefälligst nicht. Ja, aber Death Metal kann eigentlich nichts. Ach komm. Lässt nicht viele Treffer zu. Und bam, 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 baby. Natürlich wartet er auch noch eine Chance zu kontern. Bestimmt macht er auch bitter noch was Schlimmeres als das, was er eh schon macht. Na. Und bam, 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 bam. Ja, greifen. Das scheint der einzige Griff zu sein, den Travis kann. Na. Geschafft. Das war er. Dann siehst du noch verflucht gesund aus, aber das ist gleich anders. Normalerweise werden einem Ding noch seine Hände dran. You're joking, right? I don't care about titles or power. I just want to be number one. Then master the ways of the assassin. Here's your ticket to paradise, old man. Und da ist er tot. Normalerweise liegt der Kopf jetzt noch irgendwo rum und blutet wie Schwein. Alles ist total blutig, aber nein. Nicht in der Paar-Version, nicht in der zensierten Version. Und jetzt kommt die Rechnung. Wir hatten kein 777, aber dafür haben wir noch einen Kohle gekriegt. 105.000 LB-Dollar. Gut, erst neu für eine Asche. Da ist eine Kiste mit einem Herzcontainer drinne. Ja, Tatsache. Ich nenne die Dinger wirklich Herzcontainer, weil sie die Health wirklich erhöhen. Travis kann nur offenbar nicht zielen, oder ich? Maximale Gesundheit hat sich erhöht. So, und damit wir eine Szene mit ihr zu sehen bekommen, Sylvia Crystal, müssen wir hier rein. Nice kill, Travis. I didn't think you had it in you. It was rather exciting. Congratulations. You are now ranked 10th. 10th, huh? What? Do I get anything? How about some cash? That should help you pay the bills. I'm not feeling the sense of accomplishment that I should have. So I just gotta do this a few more times, right? If you so choose, yes. And you will keep your promise? There is nothing the association cannot do. And if I refuse? As the 10th ranked assassin, you are now a target for those who want to replace you. Anytime. Anywhere. Number 11 could be right around the corner, ready to put a knife in your eye. So what you're telling me is that I gotta continue fighting. There's no way out of this. You set me up, bitch. Quit your bitching and get with the program. There's only one road out of here. No turning back. Okay, how about this? If I become number one, will you do it with me? Maybe. Maybe not. Come on, just once. Und das fand ich ja wohl nur am geilsten. Das ist auch wieder so eine Anspielung auf Star Wars irgendwie. Die Melodie, das Sternengepixelige, auf jeden Fall sind wir fantastisch! Wir sehen zwar nicht, wie die anderen heißen, aber wir sehen, wo Death Metal ist und wo wir sind, und das wird jetzt gleich erstmal geändert. Oh yeah. Mit Warp-Geschwindigkeit geht's dann aus dem Ranglistenbildschirm raus. Und ab in Travis Wohnung, wo er oben ohne erstmal aufs Klo geht. Und das ist eine gute Idee, aufs Klo gehen. Aber ich muss nicht.
So. Nein, nicht nochmal. Raus da. Hm.